Also wenn ich so einen Stein finde, dann ist er ja immer zerbrochen. Also der kommt entweder aus dem Steinbruch oder aus einem Abrisshaus oder vom Friedhof. Irgendwas ist kaputt. Ne? Also man nimmt ein Ding in die Hand, was ein Torso ist. Und daraus wieder etwas Ganzes zu machen, etwas in Ordnung zu bringen, ne? Das ist ein ganz spannender Aspekt, dass man aus so einem Fragment ein funktionierendes, heiles Ding macht. Wahrscheinlich auch so ein Bestreben, was Künstler alle haben, ne? Dass man versucht, eine Ordnung herzustellen. Also eine Bildordnung oder wenn man eine Performance macht, macht man einen Ablauf oder ein Theaterstück, ist ja auch so. Man hat eine Gesamtvorstellung und in diese Gesamtvorstellung bringt man die Details und diese Sortieren in ein Bild hinein, in eine Vorstellung hinein, ist ja eine Ordnung herstellen. Und diese Ordnung herstellen in der Welt kann eigentlich jeder für sich selber auch. Ne? Und wenn man dazu einen Anstoß gibt, finde ich es gut. Der Stein, der Raum, den der Stein einnimmt, der wird aufgelöst und plötzlich kommt Bewegung ins Spiel. Und dadurch merkt man aber, dass der Stein auch zerbrechen kann. Also das ist nicht der Stein, mit dem man jemanden erschlägt oder der jetzt solide dasteht und eine Macht präsentiert, sondern der Stein wird auf einmal sehr empfindlich. Und das ist für mich auch, ja, hat sicherlich auch philosophische Aspekte dann, wie unsere Welt, wie empfindlich unsere Welt ist, unsere Umwelt ist. Kunstwerke im Stadtraum sind ja identitätsstiftend. Also die sind ja an der Stelle, an dem Ort, die haben Wiedererkennungswert und sollten meiner Ansicht nach denjenigen, der da wohnt, der damit umgeht, der sich da aufhält, einen Wiedererkennungswert geben und ja, einen Bezug einfach zu dem, was da ist.